Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die anstehende Wahl in Nordrhein-Westfalen entscheidet auch darüber, ob mehr als 770.000 junge Menschen bzw. deren Eltern für eine akademische Ausbildung tief in die Tasche greifen müssen. Herr Berger, Sie entscheidet darüber, ob wir ein Land bleiben, das Bildungsgerechtigkeit großschreibt, oder ob Bildung wieder vom Geldbeutel der Eltern abhängen wird. Wir haben 2011 die Studiengebühren abgeschafft, und da fragt man sich nun, liebe Kolleginnen und Kollegen von FDP und CDU, nachdem alle Bundesländer unserem Beispiel gefolgt sind, was haben Sie eigentlich für eine Motivation, sich im größten Bundesland in Nordrhein-Westfalen wieder an die Spitze der Befürworter für ein Bezahlstudium zu stellen? Und mit Blick auf die CDU, Herr Berger, was soll man Ihnen denn jetzt glauben oder nicht? Im Programm der FDP zur NRW-Landtagswahl 2017 heißt es, und das muss man sich auch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen, ich zitiere, wir wollen dafür sorgen, dass die Hochschulen wieder die Möglichkeit erhalten, Studienbeiträge einzuführen. Die Hochschulen sollen daher eigenständig darüber entscheiden können, ob sie mit Studierenden sogenannte Studienverträge abschließen. In den Studienverträgen sichern die Hochschulen den Studierenden exzellente Studienbedingungen und verbindliche Förderangebote zu. Zitat Ende. Ja, das heißt also, Sie wollen mit jedem einzelnen Studierenden Verträge abschließen. Wie bürokratisch ist das denn? Ich sage nur Bürokratiemonster, Studiengebühren, FDP. Und es kommt noch besser. Ich zitiere weiter aus Ihrem Programm. Nach dem erfolgreichen Studium entrichten die Absolventinnen und Absolventen eine zu vereinbarende Erfolgsprämie an die Hochschule. Dabei darf die Erfolgsprämie einen Beitrag von 500 Euro je abgeschlossenem Studiensemester nicht überschreiten. Zitat Ende. Okay, eine Erfolgsprämie. Eine Erfolgsprämie, die ein Studierender nach erfolgreichem Abschluss an die Hochschule richtet. Also Leistung gegen Kohle. Und was ist, wenn ich ohne Abschluss das Studium beende? Zahle ich dann nichts? Das wäre ja ein interessanter Ansatz. Mit den Erfolgsprämien wollen Sie dann ja offensichtlich die Qualitätsverbesserungsmittel abschaffen, wie Sie es seit Jahren bereits fordern. Herauskommen würde aber dann ein Nullsummenspiel, wenn nicht gar ein Verlustgeschäft. Am Ende würden die Hochschulen unter der FDP schlechter dastehen als zuvor und erst recht die Studierenden, die außerdem noch dafür bezahlen müssen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann auch das Gefasel aus Ihrem Entschließungsantrag. Wir sind am Ende der Qualität wegen der hohen Betreuungsrealität eigentlich nicht mehr ertragen, als ob das der einzige Parameter für eine gute Lehre ist. Rot-Grün investiert 2017 über 1,6 Milliarden Euro Landesmittel und 1 Milliarde Euro Bundesmittel mehr in den Wissenschaftsetat als Schwarz-Gelb 2010. Das ist ein Anstieg um 44%. Allein auf die Hochschulen bezogen sind es gar 66%. Ja, ich gebe Ihnen recht, das ist echt Wahnsinn. Die Hochschulpaktmittel werden im Gegensatz zu schwarz-gelben Zeiten von uns übrigens voll ausgeschöpft. Wir verstetigen bis 2020 Teile der Landesmittel für den Hochschulpakt, und es wäre nur fair, wenn der Bund hier nachziehen würde. Die anderen Bundesländer stehen auch hinter dieser Meinung. Und im Übrigen gucken Sie sich die Statistiken an. Die Statistiken über Abschlüsse und Forschungsergebnisse machen doch sehr deutlich, dass wir exzellente Lehre und Forschung an unseren Hochschulen haben. Und das lassen wir uns von Ihnen und hier an dieser Stelle nicht schlechtreden. Aber fassen wir mal zusammen, was alles an der Studiengebührenfront passiert ist in den vergangenen Jahren. März 2006. Die Fraktionen von CDU und FDP führen in NRW Studiengebühren ein. Februar 2011, die Fraktionen von SPD und Grünen schaffen Studiengebühren in Nordrhein-Westfalen ab. Oktober 2011, die Fraktion der CDU kritisiert die Abschaffung der Studiengebühren. Rheinische Post, April 2012, der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl Röttgen will nach der Wahl Studiengebühren nicht wieder einführen. Rheinische Post, Oktober 2012, der Fraktionsvorsitzende der CDU Laumann hingegen fordert die Wiedereinführung der Studiengebühren. November 2013. Auch bei der Haushaltskonsolidierung spricht sich die CDU-Fraktion dafür aus, Studiengebühren wieder einzuführen. Im sogenannten, Sie erinnern sich, im sogenannten Sanierungskonzept der CDU-Fraktion.
Dezember 2014. Die CDU-Fraktion fordert, nachgelagerte Nutzerbeiträge, also Studiengebühren, einzuführen. Dezember 2016. Der CDU-Spitzenkandidat zur Landtagswahl, Laschet, will nach der Wahl Studiengebühren in neuer Form einführen. Mit anderen Worten, die CDU windet und wendet sich. Und wenn es in den Wahlkampf geht, dann sagt sie, sie wolle keine Studiengebühren. Und wenn die Wahlen gelaufen sind, fordert sie wieder Studiengebühren. Und jetzt sind wir gerade wieder am Anfang des Kreislaufs. Ich zitiere die Rheinische Post vom 3. Februar 2017, Zitat: Zwar hält die CDU Studiengebühren für sinnvoll, doch in der Form, wie sie in NRW einmal bestanden haben, soll es sie nicht mehr geben. Einzelheiten sind noch unklar. Die Unionspolitiker wissen, dass sie sich damit im Wahlkampf unbeliebt machen würden. Zitat Ende. Und das ist doch auch genau der Punkt, warum Sie jetzt hier an dieser Stelle so hin und her jonglieren. Sie fordern in Ihrem Antrag zur Neujustierung der Hochschulpolitik, den wir ja jetzt nicht mehr debattieren werden, Herr Berger, die Hochschulfinanzierung neu aufzustellen, ohne die Studiengebühren wieder einzuführen, machen aber keine konkreten Vorschläge. Ja, da fragt man sich, ist die CDU-Fraktion so planlos oder tun Sie nur so? Und wenn Sie nur so tun, führen Sie dann die Wählerinnen und Wähler an der Nase herum. Mit Ihrem Schlingerkurs haben Sie sich ordentlich verfahren. Und das werden die Leute sicherlich im Land auch merken. Daran ändert auch Ihr aktueller Entschließungsantrag nichts. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war eine erhebliche Überschreitung der Redezeit. Herr Dr. Berger, Sie haben jetzt